Willkommen zurück zu Pac-Man World Repack. Heute werden wir da oben den Final Boss besiegen, Talkman. Doch bevor wir das machen, haben wir tatsächlich noch ein paar Labyrinth-Level von dem Boss-Anwesen. Und die machen wir doch, bevor wir den Boss bekämpfen. Womöglich ist heute die letzte Folge von Pac-Man World Repack, aber das weiß ich noch nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir heute die Main-Story auf jeden Fall durchspielen werden. Ich weiß nicht, ob es noch After-Story-Content gibt. Also in manchen Spielen ist es ja so, dass man, nachdem man die Hauptgeschichte durch hat, dass man dann noch irgendwie so eine nachträgliche Geschichte bekommt. After-Story halt. Vielleicht kriegt man auch so Bonus-Content, den man machen kann. Ich meine, uns fehlen noch ein paar Cutscenes, aber vielleicht sehen wir die auch alle heute, das weiß ich noch nicht. Aber es kann gut sein, dass heute das Finale ist. Und das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich aufregend. Hat auf jeden Fall bisher ziemlich Spaß gemacht, das Spiel, aber zu meinem Fazit komme ich natürlich noch. Und ja, die Level werden aber auch schwieriger. Die Labyrinth-Level, also will ich auch hoffen, ne? Das ist das Ende des Spiels, aber... Ich wollte es mal erwähnt haben, dass ich es schon ein bisschen schwieriger finde. Und es sieht immer schön aus. Aber das wisst ihr. Das sieht man ja auch, dass es schön aussieht. Da braucht ihr mich nicht, um euch zu sagen, dass das hier schön aussieht. So, blum. Und blum. Ja. Sieht alles so shiny aus irgendwie. Ich weiß nicht warum. Immer so ein schöner Glanzeffekt überall drauf. Das könnte natürlich auch ein Grund sein, warum es so schön aussieht. Ich bin, glaube ich, tot. Was? Ich war doch drin! Wie hat das nicht gezählt? Betrug! Na gut, dann akzeptiere ich das. Ich habe sowieso noch genug Leben. Und ich glaube, wenn man die Labyrinth-Level hier in diesem Modus spielt und nicht in einem Level drin, weil diese kann man ja auch gar nicht in einem Level drin spielen, aber, ne? Dann benutzt man nicht dieses, ja, du hast drei Leben hier vom Spiel geschenkt und dann ist es vorbei, das Level. Ich will, okay, bin im Geist drin, alles klar. Sondern man behält seine eigenen Leben. Ihr habt ja gerade gesehen, dass da oben diese 30 stand, das sind ja eigentlich meine richtigen Leben. Und die werden hier scheinbar benutzt, ja. Scheinbar schon. Ob ich das in 30 Versuchen schaffe, Leute? Was meint ihr? Boah, aber das ist jetzt gruselig dunkel. Okay, ich weiß nicht, ob meine Routen, die ich eingehe, immer ganz gut sind, aber... Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Oh, die sind alle hinter mir her. Und ich bin hinter ihnen her. Okay, die letzten Punkte. Komm schon, komm schon. Ah, verfolgen mich alle. Okay, ich hab's. Easy. Bam, 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 bam. Irrgartengebiet. Mal wieder. Und was? Marathon-Modus freigeschaltet? Aha. Schieße alle Labyrinth-Stages in Folge ab. Oh Gott. Und man dafür auch was bekommt? Das können wir ja dann nach dem Boss nachschauen. Weil ich habe euch ja versprochen, jetzt erstmal den Boss zu machen. Und... Das machen wir nun auch. Dort oben. In diesem Anwesen. Wartet er auf uns. Episode 6-4. Talkmans Versteck. Let's go. Boah, was ein epischer Kampf jetzt bevorsteht. Zumindest sieht das so aus. Hallo Leute, er ist hier. Unser Held, der einzig wahre Pac-Man. Hey, sieht aus, als wäre ich dran. Da ist Pac-Man. Ah! Hä? Wow, das ist Pac-Man. Was? Hi? Was geht denn hier ab? Wo geht die Idioten hin? Pac-Man, du! Das endet hier und jetzt! Talkman! Standbild?
Ich glaube, ich blende euch mal als Beispielbild ein, wie er damals aussah, weil damals sah er echt goofy aus. Also echt albern. Mit so einem Auge so schief und allem. Oh, wow. Was geht denn hier ab? Ich kann meine Kamera nicht bewegen hier in dem Level. Aber er dreht sich zumindest öfters mal in seine Richtung um. Ich denke mal, ich muss ihn abwerfen. Aua. Ja, ja, ich muss ihn abschießen. Aber er schießt mich natürlich auch ab. Das habe ich getroffen? Okay. Der Kampf wird schwierig. Ja, ich glaube, ich, Oh, Puke hilft mir. Nimm das, ihr Backman. Los, schlag's ihm. Ein Heil-Item. Ach, das hielt mich komplett. Ah, kann das sein, dass die Freunde dafür da sind, dass man, wenn man die rettet, dass man dann eine komplette Heilung bekommt? So wirkte das gerade. Idiot. Okay, ich hab beide getroffen. Oh, ich mache voll viel Damage auf ihn. Du schaffst das, Meister. Ja, nimm das weg. Ja, ich glaube, die sind einfach nur da, dass man bessere Chancen hat gegen Talkman. Ich meine, das ist eine coole Idee. Ist ja nicht das allererste Mal, dass sowas in Videospielen gibt und ich finde es auch nicht schlecht. Bam! Mitten in der Luft. Aua. Aber er ist schon fast down. Wir bekommen ihn. Wir haben ihn. Oder nicht? Die Metallpille. Metal Talkman. Es ist eine Leiste aus der Komplett. Ah, er kann Bowser-Schallwellen machen. Oh nein. Aua. Noch etwas mehr, Pac-Man. Ich weiß, dass du es schaffen kannst. Und das hier mach weiter so. Noch mehr Essen. Sieht für mich immer, immer noch so aus wie so kleine Pizzastücke oder so. Was macht er jetzt? Gibt es mir auch eine Metallpille, damit es fair wird? Nee, er versteckt sich wie ein Feigling. Boing. Ah! Yes, jetzt haben wir auch eine. Komm her, Talkman. Bam, 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 bam. Okay, drei Leben können wir abziehen. Aua. Ah, das Feuer. Oh, ich bin da reingelatscht. Das sieht nicht gut aus. Alles in Ordnung, Papa. Damit geht es dir gleich besser. Zeig es den bösen Jungs. Aus der Rasse so. Zack. Ja, all unsere Freunde. Hat es sich wohl gelohnt, die zu retten, was? Hau ab. Ich kann nie sehen, wo er lang rennt. Das ist ein bisschen schwierig zu sehen. Oh, die Schallwellen, die sind nicht so schwierig. Außer er ist direkt an einem dran, so wie jetzt gerade. Hau ab, ich habe Angst. Okay. Der Flutter-Jump ist hier sehr nützlich, muss ich zugeben. Jetzt verschwinde! Danke. Nochmal die Kanonen, die fand ich gut. Ja. Komm, mach. Yeah, da kann man direkt sehen, wo die Metallpille rumfliegt. Die schnapp ich mir mal, wenn es dich nicht stört. Merkt er auch schon direkt, hat auf zu schießen. Bam! 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 Yes! Ha? Es ist immer noch nicht vorbei. Oh oh, jetzt wird das so super Talkman. Hilfe! Okay, ah! Aua! Boah, das ist schwierig. Man muss seine Beine abschießen. Die tun ihm weh. Ich sehe nichts. Okay, ein Bein habe ich kaputt. Und er fällt um. Bam! Und wir konnten ihm einmal auf sein Gesicht bouncen. Jetzt nehmen wir aber seine Beine wieder. Das ist aber kein Problem. Die können wir einfach ganz easy gechillt wieder kaputt machen. Bam! Genau so. Und jetzt. Hiya! Komm schon, schnell! Er wacht gleich wieder auf! Bam!
Ein Leben hat er noch. Und dann ist er hinüber. Ich meine, was soll er sonst noch machen? Noch die Bombenpille? Ich glaube ja kaum. Dieser Talkman ist unheimlich, aber es geht schon. Nimm das und mach weiter so. Okay, ich muss aufpassen, weil ich habe nur noch eine Heilung, die ich machen kann. Und ich muss dann die Heilung nicht benutzen, wenn ich sie nicht brauche. Verdammt. Okay, einfach so. Jetzt fall um. Der macht sogar Damage, wenn er umfällt. So, und das war's mit dir, Talkman. Bin hier fertig. Ha? Oh! Stimmt, auf dem Kuchen war ja diese Pille drauf. Tja. Das war ziemlich dumm von dir, Talkman. Denn jetzt fress ich dich! Riesiger Hunger überwältigt ihn, die Königskrone. Es ist vorbei, Talkman, gib auf! Was zum explodiert? Und es war alles nur ein Geist, ein grauer kleiner Geist, der diese Maschine gebaut hat. Das ist nicht fair! Warum hält nie jemand zu den Geistern? Du vergibst mir? Ach klar. Danke, das mit der Einführung deiner Familie tut mir leid. Bitte zeig mich nicht an. Ach. Pac-Man ist ein Held, er zeigt niemanden an. Wir haben nun Freunde gemacht mit den Geistern. Und alle sind stolz auf uns. Yeah. Ich glaube, ich blende euch mal gleich das alte Ending ein, weil das war nicht so schön wie das hier. Da ist was ganz anderes passiert. Das zeige ich euch aber gleich. Ja, alle freuen sich natürlich. Ich meine, diese Szene würde man nicht sehen, wenn man sie nicht gerettet hätte. Ja, ist gut, jetzt hat man die, die Texte nicht gesehen von der Pac-Mama, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Und jetzt können wir doch noch die Geburtstagsfeier feiern von Pac-Man. Und diesmal mit den ganzen Geistern. Wie hießen sie nochmal? Inky, Pinky, Clyde. Irgendwie so. Nur der graue Geist fehlt. Der Talkman-Geist. Der einzig wahre. Und hier haben wir das. Oh, ich kann das steuern. Hier haben wir die Credits. Und das ist voll cool, dass man das steuern kann. Ja. Wie fandet ihr Pac-Man World Repack? Ich muss sagen, ich habe zwar das Original nie gespielt, aber dieses Remake war echt gut. Also ich kann das wirklich empfehlen. Das war wirklich ein gutes Remake. Bam, 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 bam. Die Musik ist nice. Hey, ich wollte das A noch sammeln. Ja, ich fand Kreativität ist der Levels ganz gut. Allgemein die Level fand ich größtenteils ganz gut. Es gab hier und da mal ein paar Level, zum Beispiel in der Weltraumwelt oder jetzt in der letzten Welt. Da gab es so hier und da ein paar Stellen in den letzten Leveln, die mir nicht so gefallen haben. Aber alles in allem war das Spiel echt schön. Auch das Moveset von Pac-Man finde ich ganz gut. Okay, der Flutter Jump weiß ich jetzt noch nicht, ob das so wichtig war, ihn hier reinzufügen, weil soweit ich weiß, gab es ihn damals nicht tatsächlich. Aber ist auf jeden Fall ganz gut, so als, ich sag mal, so als Easy Mode hin reinzufügen in dem Spiel. Also kann ich das einfach noch schon verstehen. Und generell ist das Moveset von Pac-Man, das spiegelt ihn auch wieder, ja. Aber Pac-Man World, die Serie, die Reihe. Wie ich schon sagte, es ist eine Reihe, es hat mehr als nur ein Spiel, deshalb mal schauen, ob die noch den zweiten und den dritten Teil remaken oder ob sie es lassen. Weil der zweite und dritte Teil, die sind ja, ich finde, die sehen ja auch noch immer noch ganz gut aus eigentlich für heutige Standards.
Der erste Teil sah auf jeden Fall noch ein bisschen mehr aus, deshalb kann ich sehr gut verstehen, dass sie es remaked haben. Und ich meine, es hat sich auch gelohnt. Das Spiel ist meiner Meinung nach echt gut hier. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, falls ihr Pack-Freunde seid und interessiert seid an so einem Spiel. Die Leute, die alle Folgen gesehen haben, die wissen ja auch schon, was alles auf euch zukommt. Ich finde die 100% in diesem Spiel, also sprich alle Obst sammeln und alle Freunde befreien, kann hier und da schon ein bisschen nervig sein, aber generell würde ich es schon empfehlen, das mal zu versuchen, anzustreben, zumindest die Freunde zu retten. Weil ich meine, warum willst du deine Freunde nicht retten? Und das Obst einsammeln ist normalerweise immer so bei Pac-Man, dass man das macht. Und was gibt's noch zu sagen? Ich finde das Spiel einfach sehr solide. Und für den Preis von, was war das, 20 Euro oder so? Auf jeden Fall gut. Kriegst du auf jeden Fall ordentlich eine gute Packung Pac-Man. Also, kann man sich nicht beschweren, finde ich. Thank you for playing. Ja, das A habe ich jetzt nicht bekommen. Das war ganz knapp leider, aber ihr wisst alle, was da steht. Ja. Muss ich jetzt nicht so tun, als hätte ich es nicht geschafft. Und weil es so schön war, noch ein allerletztes Mal Roulette spielen. Mit... Oh. Doch nicht. Wir schmeißen einfach unsere Sachen in die Maschine rein. Wir werden zurück zum Titelbildschirm geschleudert. Ach, schaut mal, 97%, obwohl wir alles haben. Originalmodus freigeschaltet. Originalmodus? Und schaut mal einer an. Diese Fragezeichen, die überall standen, sind jetzt die originalen Pac-Man Arcade Spiele. Also das ist das allererste Pac-Man Spiel, was wir hier spielen können. Und ja, das ist natürlich noch in Top-Down-View in 2D. Ja, weiß ich, vielleicht mache ich das in meiner Bonus-Episode. Vielleicht haben wir später noch Zeit. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das muss man sogar machen, weil hier so ein... Ja, ja, doch, hier ist eine Krone, die, das muss man hier machen. Okay. Ja. Aber ich möchte mal Pac-Man spielen. So hat alles angefangen. Und es wird auf Deutsch übersetzt. Schön. Da haben wir ihn. Blinky, Pinky, Inky und Clyde. So heißen die. Man kann sie auch Shadow, Speedy, Bashful und Pokey nennen. So wie die sich hier verhalten im Spiel. Und ich schau mal, wie weit ich komme. Game over. Münze einwerfen. Ganz viele Münzen! Hä? Habe ich so viel gedrückt? Komm. Also der Spieler abwechselnd? Nein, ein Spieler. Pac-Man begins. Waka, waka, waka. Ich hoffe, der Sound ist laut genug. Für mich gerade ein bisschen leise, aber vielleicht geht es ja für euch. Und ja, das ist der Anfang von Pac-Man. So sah Pac-Man damals aus, auf den Arcades. Ja, ich muss sagen, ich habe das Spiel damals auf dem NES gespielt. Also, ich habe die NES-Version gespielt. Ich hatte damals kein NES. Ich habe es, ich meine, auf dem 3DS eShop damals das erste Mal gespielt. Und ja, also, was soll ich sagen? Pac-Man ist natürlich halt legendär, großer Meilenstein. Dass sie da bis heute noch Videospiele über ihn machen wollen, ist natürlich klar, ne? Und das finde ich auch nicht schlimm oder so. Ich meine, das Spiel ist echt gut. Ich meine, du kriegst da nicht nur Pac-Man World als Remake. Ah, verdammt. Sehr schlecht, im ersten Level direkt down zu gehen. Tut mir leid. Muss mich ein bisschen mehr konzentrieren, glaube ich. Ja, auf jeden Fall kriegst du hier nicht nur Pac-Man World als ein Remake, sondern du bekommst hier auch noch das originale Pac-Man. Das kannst du normalerweise für ein paar Euros kaufen in, auf Steam zum Beispiel. Ne? Das Spiel auch gerade auf Steam. Und ich meine... Ist ein sehr guter Deal, dass du dieses Spiel noch dazu bekommst. Ich meine aber, dass man bei Pac-Man World 2 mehrere alte Pac-Man-Klassiker bekommt. Also, wo soll ich denn da lang? Da ging es ja nirgendwo mehr lang. Ja, du bekommst da, glaube ich, ein paar Spiele und nicht nur ein einziges wie hier. Ist natürlich nicht schlimm oder so, aber... Wollte ich mal erwähnt haben, weil ich glaube, das war so... Und das ist auf jeden Fall kein sehr guter Run. Also nicht wirklich. Ne.
Kein sehr guter Run. Direkt schon Game Over. Ah. Warum was erneut? Am liebsten würde ich euch eigentlich einfach nur meinen perfekten Run zeigen. Aber das könnte ein bisschen dauern. Ja, weil was viele nicht wissen ist, dass das erste Pac-Man auch so ein bisschen Story hat. Nicht wirklich viel, ist einfach nur gelber Halbkreis, möchte Punkte essen, Geister versuchen ihn aufzuhalten, ne, aber komm her. Aber ein bisschen Story hat das auch, denn das Spiel hat Cutscenes, die zwischen den Leveln spielen. Die Kirsche bringt, glaube ich, wow, wie hat das nicht gezählt? Ich glaube, die Kirsche ist nicht besonders, ich glaube, die gibt eigentlich nur extra Punkte. Okay, ich spiele jetzt nicht wirklich gut. Ich glaube, ich zeige euch das einfach in der nächsten Folge, wie man das hier richtig spielen soll. Weil ich gerade wirklich nicht gut spiele. Aber endlich mal habe ich ein Level geschafft. Immerhin ein Level geschafft. Ich glaube, so alle zwei, drei Level kommt dann eine Cutscene. Von 1, 2 Cutscenes, ich weiß es gar nicht, aber... Na, ich finde die Cutscenes auf jeden Fall lustig, die es hier gibt. Und ja... Ich muss auf jeden Fall ein bisschen üben. Ich bin überhaupt nicht eingespielt. Ich spiele halt hauptsächlich, wenn ich Pac-Man spiele, halt lieber die Championship Editions. Weil ich die viel interessanter finde und viel cooler finde. Weil da geht es hauptsächlich darum, das Obst einzusammeln, damit es weitergeht. Da gibt es halt so nur ein Bildschirm, so wie hier. Aber du bist halt viel schneller. Weil das ist auch ein bisschen langsam, wie er geht. Also bist halt auf jeden Fall da viel schneller und da geht es halt hauptsächlich darum, sammel das Obst ein und dann kommen halt neue Punkte, dann spawnen die auf einmal. Und das ist jetzt weg. Ja, mit dem Controller, mit dem ich gerade spiele, ist auch ein bisschen schwierig, das hier zu spielen, aber ich glaube, ich verstehe so ein bisschen, wie das Spiel hier funktionieren soll. Menü. Zurück zur Geisterinsel. Ja. Genau. Okay. Dann werden wir beim nächsten Mal das Marathon abschließen. Vielleicht nehme ich das auch jetzt schon auf. Obwohl, ich weiß es nicht. Aber wie ihr sehen könnt, haben wir alle Cutscenes gesehen. Es gibt zwei Ending-Cutscenes. Okay, die sind wahrscheinlich einfach nur zwei gesplittet. Und ja. Es wird Zeit für das Marathon-Spiel. Schließe alle Labyrinth-Stages in Folge ab. Hey Leute, ich bin's Mike aus dem Editing. Ich habe jetzt über eine halbe Stunde dieses Marathon aufgenommen und ihr seht auch gerade eine vorgespulte Version von diesem Video, weil ich habe wirklich einfach nur jedes einzelne Labyrinth-Level nochmal komplett durchgespielt. Halt in diesem Marathon muss man alle gleichen Level, die wir alle schon mal gespielt haben, nochmal hintereinander durchspielen. Ja, war nicht so einfach. Ich habe tatsächlich mehr als die Hälfte meiner Leben liegen lassen. Aber im Endeffekt habe ich es geschafft und das Resultat seht ihr hier gerade. Ich muss kein Magier sein, um euch zu sagen, dass das eigentlich ziemlich langweilig ist. Ich habe die ganzen halbe Stunde und was auch immer dann noch dazu war, habe ich alles kommentiert, habe die ganze Zeit geredet, aber ich denke, es ist besser, wenn ich dieses Voice-Over hier mache und euch dieses Vorgespulte zeige, weil ich glaube, keiner von euch möchte eine Bonusfolge sehen, wo ich nur dieses Labyrinth hier mache. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es gehört eventuell zu den 100% dazu, dieses Labyrinth-Level hier zu machen. Also dieses Marathon hier zu machen, weil man hierfür auch eine Krone bekommt. Ihr wisst ja, bei jedem, immer wenn man ein Labyrinth geschafft hat, kriegt man ja daneben so eine Krone. Und das gleiche ist hier auch beim Marathon. Ich bin mir nicht sicher, weil meine Prozentzahl sich am Ende nicht verändert hat. Ups, Spoiler, aber ja, das hat einen anderen Grund. Zudem kommen wir bestimmt irgendwann auch nochmal. Das wird hier höchstwahrscheinlich fürs Erste das Ende sein. Ich will euch aber auf jeden Fall noch in einer Bonusfolge zeigen, wie man zu den wahren 100% kommt. Das kann aber auf jeden Fall, wie gesagt, ein bisschen dauern, weil das echt brutal schwer ist. Wie gesagt, kommen wir noch zu. Ich weiß nicht, wie schnell ich dieses Gameplay hier mache. Ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwas zusammenschneide. Falls ihr die Rohaufnahme sehen wollt, vielleicht lade ich sie extra nur für euch 5 Menschen, die das sehen wollen.
nochmal auf nicht gelistet hoch. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall hat Pac-Man World Repack, wie bereits gesagt, sehr Spaß gemacht. Ist meiner Meinung nach ein gelungenes Remake. Und viel Spaß mit den restlichen paar Minuten von diesem vorgespulten Marathon. Haut rein!